Salve, mihi nomen est Steffi. Das heißt auf Deutsch, sei gegrüßt, mein Name ist Steffi. Heute möchte ich dir die konsonantische Deklination, die ebenfalls zur dritten Deklination gehört, vorstellen. Zu ihnen gehören die vokalischen Stämme. Am Ende des Videos beherrschst du die Bildung der konsonantischen Deklination und kannst die unterschiedlichen Stämme der konsonantischen Deklination einordnen. Zuerst wiederholen wir die Endungen der konsonantischen Deklination, um dann den Wortstamm von den Endungen zu unterscheiden. Ich dekliniere dir als Beispiel Orator, Oratores, Maskulinum, der Redner. Im Singular sind die Formen Orator im Nominativ, Oratores im Genitiv, Oratori im Dativ, Oratorem im Akkusativ und Oratore im Ablativ. Im Plural lauten die Formen Oratores im Nominativ, Oratorum im Genitiv, Oratoribus im Dativ, Oratores im Akkusativ und Oratoribus im Ablativ. Wie dir aufgefallen ist, habe ich den Stamm schon von den Endungen getrennt. Im Nominativ Singular erkennst du keine Endung und im Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com